Hallo Freunde, willkommen noch zurück auf der Tranquil Waters. Ihr seht das große Feld hier. Ich bin am Kartoffeln ernten. Hat ein paar Tage gedauert. Aber wir sind dran. Ich hoffe jetzt, dass ich da jetzt fertig bin und der Rest Kartoffeln mir gehört. Denn ich kann ja Kartoffeln gebrauchen. 99%, da muss ich gleich aufpassen. Wo passt denn Kartoffeln rein bei mir? Mineralfutter. Gut, Kompost, das ist klar. Das ist nur Kompost, Schweinefutter ist auch klar, das ist, brauchen wir es aber nicht. Also Mineralfutter. Da kommen Kartoffeln rein, das kann man, das passt hervorragend. Vorher kann man gar keins machen. Der hat noch ein bisschen. Der bleibt hier stehen, leider. Dann drehen wir den mal. Es sind wirklich mehrere Stunden, bis so ein Feld abgeerntet ist. Also wenn irgendwann mal viel Geld da ist, will ich mir einen Roter kaufen, dann kann ich es mit zwei Geräten arbeiten. Ne, machst du? Ja. So, gucken wir, dass der nach Hause fährt. Ach, der muss oben erst über die Brücke rüber. Du fährst. Ist der voll? Nein, noch nicht. So, rechts ist noch eine Linie, die noch weg muss. Da muss ich gleich schauen und wie gesagt, hier unten ist noch einiges. Also es dürfte was für mich übrig bleiben. Vielleicht kriegen wir das in Kompost. Dann machen wir erst den Mineralöl. Das sieht doch voll. Mineralfutter sehe ich noch. Und den Rest hauen wir in den Kompost. Ich muss da zwischendurch gucken, wo mein. Wo bist du? Mein LKW ist. Jetzt was einen Umweg gemacht, gut. Jetzt über der Rücke und dann da runter. Ich habe mehrere Missionen gemacht, jeweils Getreide und Weizen. Ich habe auch gesehen, ich habe einen Hühnerstall, da kann man auch Hühner kaufen und Weizen reintun. Aber erstmal ein bisschen die Kartoffeln abliefern. Mussten dann aufpassen. So, du hast da nichts mehr kommen. Ist nur aufpassen, dass der mir nicht das zu viel ablädt. Ist zwar alles in meiner Produktion, was da reingeht, aber nicht da, wo ich es haben will. Denn der hat das jetzt alles in Kompost, da brauche ich es nicht. Gut. Da runter bis zum Hof. Der steht bereit, aber der ist noch nicht voll. Da
an der Seite ist auch noch was. Ich nehme jede Kartoffel, die ich finden kann. Na gut, der geht zwischendurch abladen. Ist auch nicht schlecht. Okay, der fährt der. Wieso sehe ich den irgendwo? Ach, du bist da. Ich habe auf der falschen Seite gesucht. Gut. Dann bleiben wir dabei und gucken, wohin fährt. Zum Kompost und dann müssen wir da raus. So, rechts das Gras ist noch nicht so weit. Noch nicht wieder. Nicht wieder mähen. Aber auf jeden Fall Geld genug, um neues Feld zu kaufen, was ich ja vorhatte. Da vorne rechts ist der Hühnerstall. Da kümmern wir uns dann auch noch drum. In einen Traktor noch verkauft. Ich komme mit zwei Traktoren mit sehr gut klar. Gerade mit dem LKW, der kann er auch abfahren, das ist ja kein Problem. So, hier durch, also hier rechts die Durchfall, die Unterstellhallen, hier gefallen mir nicht. Da ich Probleme mit dem Autodrive, die fahren mir dann doch gerade aus, dann wollen die durch die Durchfahrt durch. Da muss ich was anderes überlegen. Dann drehe ich die. Drehen kann ich nicht so abreißen, neu bauen. Dann kann ich hier links hier die Hallen auch alle wegmachen. Das braucht keiner. Ich brauche sie nicht. Dann muss ich was anderes. Aber dafür muss mehr Geld da sein, weil diese Hallen nicht billig sind. So, jetzt müssen wir schauen. Das müsste der Komposter sein. Oh, doch, der letzte. Ich habe gedacht, der vorletzte. Der letzte. So, holen wir den mal aus und mach's per Hand und sie bremsen mir das. Abgeschlossen, kontrollieren wir mal eben. Ist abgeschlossen, gibt richtig, richtig Geld. Aber wir müssen zum Mineralfeld. Den lassen wir trotzdem ausleeren. Ja, der macht jetzt einen Riesenweg, das ist klar. Du bist voll.
angemessen, gleich zum Mineralfutter laufen. Weiß gar nicht, ob das wieder reinpasst. Wenn dann doch der Rest wieder in den Fermenter muss. Hundertzwanzigtausend. Ja, passt doch, das passt da rein. Gut, dann kann ich in der Zeit mal gucken, schon ein paar Hühner kaufen und schauen, was wir brauchen. Kleiner oder den großen? Fünfhundert passen rein. So, haben wir noch 50 von den kleinen. Und damit er nicht so viel zu tun hat, machen wir da 5 Hähne rein. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Hähne ich brauche. Oder auf wie viele Hühner ein Hahn kommt. Dann werden wir bei 105 und schauen mal, was die brauchen. So, die brauchen 8 ist das Stroh, oder? Sorghum. Mais oder so. Wheat? Wheat ist. Wheat ist Weizen. Soweit ich weiß. Hier steht es in Deutsch. Also, Sorghum hieß es klar. Weizen haben wir da. Barley. Es ist schade, dass nicht alles übersetzt ist. Das ist traurig. Gerste. Barley ist Gerste. Okay. Das kriegen wir auch noch hin. Braucht er Wasser? Nicht, ne? Produziert denn? Wir brauchen ihn nicht. Also Weizen, Gerste oder Sorghum oder Weizen und Sojabohnen. Und zweimal. Zweimal Weizen. Seltsam. Also sie brauchen nur was zu fressen, ist in Ordnung. So, ihr seid am Fahren. Ich habe keinen zweiten. Oh, habe ich. Was kannst du? Kannst du Weizen laden? Probieren wir mal aus. Das probieren wir aus. So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich das gleiche Problem wie vorher. Der fährt automatisch nach vorne
durch die Durchwale. Und da ist besetzt. Also, das muss ich ändern. Das funktioniert nicht. Das überschneidet sich. Doch eher zu eng beieinander. Schau mal da, da ist der Ladewagen dran. Ja. Du bist hier fertig. Okay. Hier oben. Da müssen wir runter. Das ist schön, dass die gesamte Kartoffeln jetzt runterkommen können, alle mir. Und dafür auch ein paar Stunden geackert. Meine Helfer, ich nicht. So, Kraut hat er weggemacht, die Kartoffeln nicht rausgeholt, das machen wir jetzt. An der Stelle kriege ich keinen Helfer an. Und kann ich wieder einen Helfer, dass du mit zwei oder drei rein oder vier sogar. Das kann der Helfer wieder machen, aber hier macht der Helfer das nicht. Ja, da freuen wir uns über jede Kartoffel. Ja, da muss man doch selbst an Hand anlegen. Aber dann ist die Seite fertig. Einmal noch runter, dann um die Ecke und dann ganz unten. So, jetzt ist mein Hänger beim Silo. Ich hoffe, dass der Weizen oder Gerste laden kann. Und der versperrt, glaube ich, den anderen jetzt den Weg, den ich hier die leer nicht zurückkommen können, befürchte ich mal. Schauen wir eben. Muss er jetzt gerade speichern? Also. Schau, dass der nicht irgendwo links oben zeigt, dass das Teil vorne aktiv ist oder inaktiv. Ob es rauf und runter geht, sehe ich ja. Um zu sehen, ob es aktiv ist, müsste ich jetzt die Kamera drehen.
von der Anzeige wäre nicht schlecht. Gut, dann gucken wir, dass wir den hier mal so in Position kriegen. Setzen dann Helfer dran, den wir noch. Das ist noch einiges. Das ist noch einiges an Kartoffeln, das ist gut. Einmal, der ist dran. So, du bist am Leeren. Und dann müsste der LKW schon weg sein. Passt auch alles rein, ne? Mineralfutter. Ist voll. Der wird übergelassen. Da passt trotzdem alles rein. Nee, falsch geguckt. Da oben muss ich gucken, da passt noch mehr rein. Ja, da fahren wir nochmal. So, du bist schon unterwegs. Und da gucken wir, ob der jetzt... Ja, kein Weizenladen, das ist gut. Sorgen wir, sagen wir nicht. Also gucken, ob wir den automatisieren können. Jetzt den vierten Tag im August. Das ist August vorbei. Am nächsten Tag muss ich dann meine Felder bestellen. Also wie es ausgeht, werde ich da erstmal wieder die Zatterreide drauf machen. Mal schauen. Sorgen, wie es auch geht, kann man die auch da reinhauen. Auf dem Haus Welten draufpacken. Auf Deutsch gesagt, säen. Kurs anmachen. Das ist jetzt hier der normale Kurs. Ich dadurch die Eierkartons verbrause, dann ich versuche es jetzt einfach mal hier. Sonst muss ich das ändern. Mach gleich Nebenstrecke raus, dass da nicht jeder durchrutscht. Mal sehen, wenn die Eierpaletten da im Weg sind, müssen wir sie eben zurückhalten, bis sie angefordert werden. Verteilen kann ich sie nicht, weil ich hier noch keine Produktion habe, wo die reinpassen.
So, runter. Hof. Hühner füttern. Den immer noch da dran. Nebenstrecke raus. Dann ein Stück zurück. Ja, wie gesagt, der Ausfahrt von diesen Unterstellplätzen ist schlecht. Aber wir sind wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ein Däumchen da haut auf die Glocke. Helfen wir bei. Es ist kostenlos für euch. Aber vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.